Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, PureTech 1.6.2. Ich bin der Jona und ihr hattet euch ja alle gewünscht, Jona, mach mal wieder das Bugs PUBG Craft Texture Pack rein. Und ich habe mich jetzt mal einen Tag hingesetzt und hab's so gut wie für jeden Motte die Texturen gefunden. Leider ist Computercraft jetzt ein bisschen verbuggt. Und zwar ist das Interface, sind da statt Leerzeichen immer irgendwelche Punkte. Die sind zwar keine Punkte, aber werden als Punkte dargestellt. Boah, das ist ein Schwein, ich dachte schon. Das heißt, wenn wir mit Computercraft arbeiten, werden wir nicht zu oft, aber auf jeden Fall auch, weil ich damit meine Mining Machine baue, wenn wir damit arbeiten, müssen wir eben kurzzeitig das Texture Pack ausstellen. Leider habe ich noch keinen anderen Weg gefunden. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und schreibt mal in die Kommentare, da ich jetzt hier ja auch ein bisschen öfters wieder minen gehe und so, weil ich ja so früh wie möglich diese Mining Machine bauen will. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich dann auch wieder sowas wie Hintergrundmusik anmachen soll. Ist, denke ich mal, ja, eure Entscheidung. Ich habe kein Problem, ein bisschen Musik zu hören, so ein bisschen rumzududeln. Fallen einem vielleicht auch Themen ein bisschen leichter ein. Ja, müsst ihr alles mal schauen. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier in der Höhle, in die wir vor kurzem mehr oder weniger reingefallen sind. Und haben jetzt schon ordentlich was abgesahnt, würde ich mal sagen. So, ach, wir kamen ja, stimmt, wir kamen ja von den Dingen, dann haben wir diesen weißen Stein gefarmt. Oh. Was ist jetzt für coole Texturen alles sind. Ah, ja, machen wir das erstmal da weg und dann müssen wir uns hier nochmal das hier. Utility Mode. So, ich habe natürlich wieder ein bisschen Singleplayer rumprobiert. Ihr wisst ja, wie es läuft. Oh, was ist denn da unten? Haben wir nicht auch? Nein, wir haben keine Steinaxt. So, und eine große Neuerung vom neuen Industrial Craft ist, dass man Uran jetzt ein bisschen bearbeiten muss. Und zwar kann man das zu Crush Uranium Ore machen und dann in einer thermalen Zentrifuge zu Small Piles of Uranium, Stone Dust und Uran machen. Und diese Dinger hier, aus denen kann man auch wieder Uran machen. Interessant, nicht? Und damit kann auch ein angereichertes Uran machen oder Nuclear Fuel. Denn ich glaube, das ganze Reaktorsystem hier, also Atomkraftwerk und so, wurde, glaube ich, auch überarbeitet. Also müssen wir uns das mal anschauen. Vielleicht schaffe ich es dann, diesmal sogar ein Atomkraftwerk zu machen, ohne dass gleich alles explodiert. Wer weiß. Ist ja alles möglich. So, da oben ist aber noch Uran. Und einer hat ja auch in den Kommentaren geschrieben, ich sollte irgendwie wieder Feed the Beast spielen, weil das irgendwie besser wäre. Aber mal ganz ehrlich, wie sollte ich jetzt wieder auf die 1.4.7 umsteigen mit lauter veralteten Mod-Versionen, wenn hier genau die gleichen Mods auf der 1.6 und mit neuen Updates habt. Das heißt, wir können so viel geilen neuen Stuff machen, die wir davor nicht konnten. Okay, leider sind solche Mods wie Forestry zum Beispiel. Die Version funktioniert im Moment noch nicht wirklich mit dem Modpack hier. Jedes Mal, wenn ich da ein Item von Forestry irgendwo hin platzieren wollte, ist Minecraft abgestürzt. Deswegen müssen wir darauf leider verzichten. Aber ich schätze mal, ansonsten haben wir hier alles, was das Herz begehrt. Natürlich klingelt jetzt jemand an der Haustür. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Das ist einer der Nachteile, wenn man sturmfrei hat. Leider muss man dann immer zur Tür gehen. Und ich kann jetzt hier nicht ignorieren, wenn irgendjemand kommt, weil es könnte ja wirklich was Wichtiges sein. Und in dem Fall jetzt war es bedingt wichtig, sag ich jetzt mal. Ja, jetzt habe ich ganz vergessen, von was ich gerade geredet habe. Irgendwas hatte ich gerade von Forestry nicht mehr drin und so. Ja, ich muss, ihr habt vielleicht bemerkt, oh, Crystals. Ich habe noch die Videobeschreibung, in der ich normalerweise immer die ganzen Mods und so stehen habe, noch nicht geupdatet. Das werde ich auch gleich tun, wenn ich die Aufnahme beendet habe. Dann ist das nämlich erledigt. Dann könnt ihr auch in die Beschreibung gucken, da steht, welche Mods drin sind. Alles Mögliche ist da beschrieben, falls ihr irgendeine Frage habt. Guckt einfach mal in die Beschreibung, bevor ihr mich wieder anschreibt. Weil ziemlich oft haben Leute eben Fragen, ist der und der Mod drin oder bla bla bla. Und dann lesen sie einfach mal nicht die Beschreibung. Wo kommt der denn her?
Hei. Meine Güte. So. Ich finde es auch ziemlich cool, wie die Kohle jetzt aussieht in dem neuen Specs Texture Pack. Ich glaube, sie sieht schon so aus seit der 1.5er Version. Aber wie gesagt, ich habe die 1.5 ja mehr oder minder komplett übersprungen. Weil ich ja nur viel Dummies gespielt habe. Schade, gell? Naja. Immerhin haben wir hier noch unsere Gelatinus-Dingens-Slime-Teile. Naja, so jetzt nur das Problem. Ich bin auch noch in Facebook online, sehe ich ja gerade. Das heißt, wenn mir jetzt einer anschreibt, dann macht natürlich diesen bescheuerten Ton. Also einfach mal die Daumen drücken. Na, ihr merkt, ich bin mal wieder spontan in die Aufnahme reingesprungen. Ja. So. Puh, denn wir haben heute Mittwoch. Morgen ist Tag der Deutschen Einheit. Aber leider haben wir natürlich am Freitag Schule. So gut wie jeder hat am Freitag frei, außer natürlich wir. Wir nicht. Das finde ich scheiße. Muss ich ganz ehrlich jetzt mal sagen. Naja, trotz allem ist endlich die Battlefield 4 Beta draußen. Und ich habe natürlich gleich gezockt und boah, ich finde das Spiel einfach nur hammergeil. Anscheinend sollen ziemlich viele Leute, die einen AMD-Prozessor haben, enorme Probleme haben. Ich weiß aber nicht, wieso. Einer aus meiner Klasse hat auch eine Nvidia GTX 700er Grafikkarte. Also die, wo 400 oder so, 400 Euro kostet die, glaube ich. Hat aber einen AMD X6 Prozessor, kommt deshalb gerade mal so mit Mühe und Not auf 20 Frames in Battlefield 4. Das ist schon ein bisschen, naja, ich sag jetzt mal eine Sache, die man patchen müsste. Vor allem, weil AMD ja der Hardware-Partner ist von Battlefield 4. Muss man ja auch dazu sagen. Naja, aber dafür ist die Beta ja, und zum Glück habe ich keine Probleme und kann alles schön flüssig auch aufnehmen, was ich heute wahrscheinlich jetzt auch noch tun werde. Dann ist ja Terraria auch das Update rausgekommen. Da bin ich zurzeit auch wieder am Überlegen, ob ich ein bisschen Terraria spiele. Also jetzt ohne Aufnahme, sondern halt so privat. Aber muss ich alles mal gucken. So. Und ich glaube, sobald unsere Spitzhacke hier kaputt ist, können wir auch mal wieder nach Hause gehen. Huch. Ja, verdammt. Aber hier ist noch ein bisschen. Weil ist das wahrscheinlich Zinn. Ja, aber es müsste Zinn sein. Muss jetzt ja die ganzen Texturen wieder gucken, ob sich welche verändert haben. Aber wir sind voll. Was schmeißen wir denn weg? Das Ei. Braucht doch keiner. So. Gut. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, ob ihr nochmal Musik haben wollt. Wenn ja, ist das kein Problem. Und dann werden wir das tun. So, hier ist noch ein bisschen Eisen und so. Ich mach mal mit meinen restlichen Sticks noch 12 Fackeln. So, Redstone haben wir leider noch gar keins. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz. Ich baue das hier mal nicht ab. Ich guck mal, ob ich hier noch irgendwo tiefer komme, da ich wenigstens. Oh, Crystals. Da ich wenigstens bisschen Redstone krieg. Alter, noch mehr Crystals. Nein! Ah, Skelett, ich bin fast tot. Gerade so überlebt. Hier sieht es nicht sonderlich nach Redstone aus. Oder war das? Ah ne, das ist Aluminium-Ohr. Kein Redstone. Na egal, dann tue ich halt wann anders mal. Scheiße. Ich sag immer, ich sag viel zu oft Scheiße, tut mir leid. Das muss ich ja merken, hier werde ich auf jeden Fall nochmal hingehen, vor allem weil ich hier die zwei Crystals noch abbauen muss. Das ist natürlich tragisch. Drei Blöcke sogar, boah, verdammt. So, denn da wir hier ja kein boah, Thermal Expansion haben, können wir die ganzen Maschinen, die mit Buildcraft-Energie funktionieren, natürlich auch nicht bauen. Das heißt, ich werde mich vorerst auf Industrial Craft und unser ME-System spezialisieren, was ich hier natürlich definitiv früher bauen werde. Also nicht erst in Folge 70 oder so. Denn das lohnt sich schon früh zu bauen. Und wir haben ja schon sagenhafte drei Crystals. Boah, wie schön jetzt alles aussieht. So. Wo ist denn unser Zuhause? Ich glaube, hier war die falsche. Ich glaube, wir müssen hier lang über den komischen Fluss. Nicht über den Fluss. Doch über den Fluss.
Ja, ich glaube, hier sieht es ganz gut aus. Hier könnte man zum Beispiel auch recht gut hinbauen, aber da sind die komischen Inseln. Die sind eigentlich nicht schlecht, aber ich möchte die nicht vor meiner Haustür haben. Huch. Da ist auch noch eine Pferdearmee. Aber erst ein bisschen was essen. Ich könnte ja auch das Steak essen, aber jetzt habe ich schon angefangen, das Zeug hier zu essen, also was soll's. Da sind die Pumpkins, da rechts ist das komische Mushroom-Biom, da müssten wir hier eigentlich richtig sein. Wenn ich die Karte nicht hätte. Ah ja, da ist das Dorf. Puh. Los. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, ich hole mir da ein bisschen dunkles Holz. Und dann können wir schon anfangen, dahin dunkles Holz zu farmen, erstens. Und zweitens werden wir damit dann schon mal unser Häuschen beginnen. Genau. Das ist so der Plan. Ah, der Eisenofen sieht jetzt auch anders aus. So, wir wollen das hier erstmal alles da reinmachen. Kohle. 4 Shards haben wir schon. So sieht der Forge Hammer also aus. Hochinteressant. Cold Stone behalte ich jetzt mal noch und das kann alles eigentlich weg. Brot behalte ich. So, wir nehmen jetzt mal was und bauen eine Axt. Und zwar nehmen wir dazu Eisen. Wissen Oakwood. So. Axt und Spitzhacke. Da könnte ich auch noch gleich eine Schaufel bauen. Und tada! So, das kommt jetzt aber da rein. Und das auch. Aber ein bisschen was zum Essen bräuchte ich schon noch. 3 Brote, ein Fleisch. Das kann ich mir noch schmelzen hier. Braten meine ich. So, das Kupfer brauchen wir dann jetzt erstmal nicht. Ach, wir haben noch Karotten. Ja, 3 Emeralde für eine Schere. Ja, da ist gerade Minecraft abgestürzt, als ich den Villager hier irgendeinen von denen angesprochen habe. Wahrscheinlich, weil der nichts zum Handeln hatte, aber ich trotzdem was reingetan habe, was im Nachhinein irgendwie ein bisschen dumm war, glaube ich. Aber trotz allem sind wir wieder da und können hier Kartoffeln ernten. Dann haben wir auch was für den Weg. 16 Stück, ich könnte ja welche da einpflanzen. Och nee, ach komm schon. Ich will den Gegen ehrlich gesagt ausmachen. Wo ist denn die Sonne? Die sieht man natürlich nicht. Okay. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr was dagegen habt, wenn ich den Regen ab jetzt öfters mal einfach ausschalte. Weil er mich persönlich schon stört. Und hier schneit es auch noch. Oh. Wir sind ja noch nicht im Winter. Ist ja gerade mal Herbst. Habe ich das zum Hochbauen? Ja, natürlich lege ich jetzt hier schlauweise die Spitzhacke weg. So. Um Stein abzubauen, braucht man eigentlich auch eine Zeit lang. So, das ist aber nur niedriger Baum. Yep, aber das ist wieder ein großer. Also, da muss ich auch gleich gucken, da ich die alle wieder einsäe. Jetzt gehen wir hier drauf und müssen uns dann nicht mal hochbauen. Seht ihr, wie schlau ich das wieder lösen kann? Ja. Okay. So, und damit werde ich dann die Wände bauen. So, okay. Ich habe schon einen ganz guten Plan, wie das Haus denn aussehen soll. So. 32 reichen noch nicht ganz. Überlege, ob ich den Timbermod wieder installiere, aber ich glaube, so viel Holz werden wir, glaube ich, gar nicht mehr fällen. Weil wir das automatisieren werden. Schon bald. So, hier erstmal wieder Bäumchen pflanzen. Und weiter Bäume abbauen. Ah. Schön, schön. Das wäre die perfekte Aufnahmesession gewesen, wenn Minecraft nicht immer abgestürzt wäre. Oder irgendjemand an der Tür geklingelt hätte. So, Samen werden eingepflanzt.